Hallo zusammen, ich bin Alexandra und ich zeige euch heute, wie ihr so ein tolles Bild mit gelettertem Schriftzug und in der angesagten Aquarelloptik malt. Das Tolle daran ist, dass jedes Bild ein Unikat ist, weil jeder Fleck ganz anders ist. Ich zeige euch das nun etwas kleiner, nämlich im A4-Format. Ich verwende für mein Gemälde ein Aquarellpapier, auf dem dieser Watercolor-Effekt besonders schön zur Geltung kommt. Dann nutze ich Aquarellfarben. Ich benötige einen Pinsel und etwas Wasser. Ich habe mir diese Vorlage ausgesucht und die übertrage ich mit etwas Butterbrotpapier. Das ist die günstige Variante zum Transparentpapier. Und dafür brauche ich auch zwei Bleistifte, einen normalen HB und einen etwas weicheren. Am Ende fahre ich den Schriftzug mit dem Brush Pen nach. Beginnen wir mit dem Aquarellfleck. Ich befeuchte nun zunächst die Fläche, die wir nachher bemalen möchten. Ich möchte jetzt hier einen recht rundlichen Fleck und nehme diesen Rundpinsel und befeuchte diese Grundform. Es darf schön feucht sein, das Papier. Dann nehme ich den feuchten Pinsel und nehme etwas Farbe auf, reichlich Wasser. Und nun fahre ich am Rand dieser befeuchteten Fläche entlang. Oben vielleicht mit einer anderen Farbe. Und fertig ist unsere Grundform. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch mehr Freestyle machen. Befeuchtet einfach eine größere Fläche auf dem Papier. Und nehmt mit viel Wasser etwas Farbe auf den Pinsel. Noch eine Farbe. Und dann könnt ihr das Wasserfarbgemisch durch Bewegen des Blockes etwas auf dem Block hin und her bewegen. Durch das Kippen des Papiers verläuft die Farbe in verschiedene Richtungen. Das Ergebnis ist weniger planbar, aber dafür umso individueller. Alternativ könnt ihr auch mit einem Föhn das Farb-Wasser-Gemisch bewegen. Auch hier entstehen ganz tolle Effekte. Wenn ihr mit dem Pinsel gegen den Finger tippt, bekommt euer Bild noch ein paar lustige Farbkleckse. Während der Aquarellfleck trocknet, bereiten wir das Übertragen der Vorlage vor. Ich lege die Vorlage unter das Butterbrotpapier und zeichne sie mit einem HB-Bleistift nach. Dann drehe ich das Papier um und fahre die Konturen erneut nach. Nun nehme ich einen weichen Bleistift. Die Vorlage steht auch zum Download bereit. Ihr könnt sie auch gleich spiegelverkehrt ausdrucken und so direkt mit dem weichen Bleistift auf das Butterbrotpapier übertragen. Dann spart ihr euch den vorherigen Schritt. Nun kann ich diese Fläche nachher auf meinen Aquarellfleck übertragen. Wenn der Fleck trocken ist, lege ich die Vorlage auf, fahre die Konturen mit einem HB-Bleistift nach. Um sicherzugehen, dass die Konturen übertragen werden, kann ich hier auch einfach mit dicken Linien über die Vorlage malen. Nun sind die Konturen auf dem Fleck. Als letzten Schritt
fahren wir mit dem Brush Pen, also dem schwarzen Pinselstift, den Schriftzug nach und erhalten so die Lettering-Optik. Jetzt ist das Bild fertig. Wichtig ist, dass ihr aber auch wartet, bis die Farbe des Pinselstifts gut getrocknet ist, bevor ihr es weiterverarbeitet. Viel Spaß beim Nachmachen!